Guten Abend Deutschland, hallo aus San Francisco. Mein Name ist Alex Olmer und direkt hinter mir endete vor wenigen Sekunden die Apple Keynote. Zeit für eine blitzschnelle 60-Sekunden-Zusammenfassung. Das erste, was beim iPhone 7 und 7 Plus ins Auge sticht, sind natürlich die neuen Farben. Neu sind Jet Black und Black. Space Grau entfällt. Lange überfällig, das kleinste iPhone zählt 32 statt 16 GB Speicher. Das ist gut so. Das iPhone 7 Plus bekommt nicht eine, sondern zwei rückseitige Kameras. Für Bilder mit mehr Details, sogar bei weniger Licht. Das iPhone ist jetzt schon die populärste Kamera. Heute setzt Apple ein Zeichen. Das Smartphone wird die einzige Kamera sein, die die meisten von uns in Zukunft brauchen. Das iPhone 7 verzichtet auf einen Kopfhöreranschluss. Ein gewagter Schritt, aber in Kürze bei allen Telefonen die neue Normalität. Apples komplett kabellose Kopfhörer heißen AirPods. Mit den neuen iPhones kommt auch iOS 10. Das Update ist demnächst kostenlos verfügbar. Die neuen iPhones gibt es ab dem 16. September zu kaufen. Wer ganz früh dabei sein will, kann ab dem 9. September natürlich bei Vodafone vorbestellen. Ohne Frage, die iPhones waren das Highlight der Show. Es gab jedoch noch weitere spannende Ankündigungen. Morgen in einem längeren Video mehr dazu.